Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und ich habe mir überlegt, heute machen wir ganz was Einfaches, auch hier in Bayern und in Deutschland sehr beliebt, einen Hackbraten. Da bin ich jetzt gerade dabei, da ist immer Zwiebeln klar gewürfelt. Ich habe mir schon einen Knoblauch auch klar gewürfelt. Sollte möglichst fein sein. So. Dann habe ich mal hergerichtet. Muss man schnell hinwaschen. Ein Hackfleisch, da nehme ich ein Rinderhackfleisch her. Dann habe ich mir da schon alte Semi in lauwarmem Wasser eingeworfen. Dann brauchen wir Eier, 1 bis 2, das kommt eben auf die Größe drauf an. Dann brauchen wir wie immer Salz, Pfeffer, einen süßen Paprika, einen mittelscharfen Senf. Und danach machen wir unsere Soße dazu, da brauchen wir eben Sahne und eine Speisestärke, die in Wasser auflöst und dass der Hackbraten schön saftig bleibt, habe ich da einen Bacon, da der man dann umhülle. Und jetzt wird erst einmal die Masse hergestellt. Jetzt nehmen wir Handschuhe oder das ist angenehmer. Da tue ich die Zwiebeln und den Knoblauch rein. Dann tue ich meine Semi ausdrucken. Sollte die Flüssigkeit ziemlich rausgehen. Wenn man keine Semi hat, kann man auch Semi-Brösel hernehmen. Aber die braucht man natürlich nicht in Wasser einweichen, sondern da tut man halt dann ein bisschen Wasser dazu, dass das kurz aufquillt. Und dann kann man eben das Hackfleisch schon dazu tun. Dann fange ich mal an mit einem Ei, weil die sind relativ groß. Von Senf tue ich ordentlich was rein, damit das einen richtig guten Geschmack hat. Paprika. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Und natürlich einen schwarzen, frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann tue ich die Masse ordentlich kneten, dass alles gut vermengt ist. Der Teig, der darf nicht so flüssig sein, der soll eine gute Konsistenz haben, damit das gescheit zusammenhält. Darum habe ich eben erstmal mit einem Ei angefangen. Und alles ganz gut durchkneten, damit die Zutaten gut vermengt sind. So, jetzt habe ich mir meine Form schon mit ein paar Scheiben Speck ausgelegt. Mein Hackfleisch habe ich schön verknetet und auch nochmal abgeschmeckt. Und jetzt forme ich da einen Leib draus. Dass er schön gleichmäßig ist. Leg den dann da drauf. Dann schlage ich da meinen Speck drüber. Da habe ich die Hälfte des Specks hergenommen und die andere Hälfte, die lege ich von oben drüber. Dicke Schicht zu, damit das alles schön saftig bleibt. Dann habe ich mir auch schon eine Fleischbrühe gekocht, habe es heiß gemacht. Weil das ist dann nämlich die Grundbasis für die Soße.
Und da kommt eben von der Fleischbrühe jetzt ein bisschen was rein. Da tue ich dann den Hackbraten auch immer wieder ein bisschen begießen. Und das ist dann die Basis für Sahnesoße. Und jetzt kommt es ins Backrohr rein und wird fertig gegart. So, mein Hackbraten ist jetzt fertig. Den habe ich einmal wieder schön mit Brühe übergossen und umgossen. Der kommt jetzt erstmal raus. Tue ich mir auf eine vorgewärmte Platte drauf und nochmal warm stellen, weil die Brühe, die brauche ich dann für die Soße. Da hat es ja ganz gut die Aromastoffe und vom Speck das rausgebraten. Den tue ich nochmal kurz hier rein, dass er warm bleibt. Und dann habe ich mir da hinten schon den Rest der Brühe ein bisschen aufkochen lassen und einreduzieren. Und jetzt gieße ich das von der Bratreine da rein. Die Schwebteilchen müssen natürlich nicht mit. Das hat sich einfach rausgebraten vom Fett, vom Fleisch und vom Speck. Das tue ich da durchpassieren. Dann tue ich es nochmal gescheit aufkochen lassen. Ein bisschen einreduzieren lassen. Mit der Sahne aufgießen und mit der Speisestärke abbinden und natürlich dann nochmal nachwürzen, nicht vergessen, vielleicht vertragt es noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das dauert jetzt nur einen kleinen Moment. So, meine Soße habe ich jetzt nochmal kräftig aufkochen lassen, habe jetzt Sahne dazu gegossen und abgebunden. Die ist jetzt schön sämig. Dann serviere ich halt dazu Petersilienkartoffeln. Das sind einfach nur kleine Kartoffeln, die habe ich gekocht und dann in Butter und Petersilie geschwenkt. Und jetzt schneide ich schnell meinen Hackbraten an. Der ist wunderbar weich. Außen der Speck, der ist knusprig. Schmeckt besonders gut. Der ist auch noch mal ein bisschen würzig. So, dann lege ich es auf und wir werden es genießen. Und ihr könnt es einfach, ganz einfach nachkochen. Bis zum nächsten Mal.